Guten Morgen allerseits. Ich bin heute mal für euch unterwegs und es wird auch mal Zeit. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Oh Gran Canaria, oh Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. Ja, heute am Dienstag um kurz nach 9, 20 nach 9 haben wir es, bin ich mal los für euch und möchte ein paar Sachen klären und ich fahre, weil einer von euch gefragt hat, wie es denn eigentlich am Centro Comercial Plaza aussieht. Das konnte Hilda Bock, ist auch ein Thema, da reden wir auch gleich drüber, natürlich noch nicht beantworten. Das wird sie später tun und ich fahre einfach mal hin und dann wollen wir mal schauen, wie es denn aussieht. Und auf dem Weg dahin reden wir ein wenig. So, dann wollen wir mal losfahren. Ja, also wenn wir mal vom Wetter anfangen zu reden, wir erwarten eine Hitzewelle. Dass sie jetzt schon da ist, kann ich noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, der Himmel ist nicht blau. Und ein nicht blauer Himmel heißt was? Richtig, da ist was in der Luft. Wolken sind es so gut wie gar nicht. Ich rede ja von den blauen. Doch, ein paar Wolken sind da, die sehen wir auch gleich. Sind jetzt gerade rechts von mir, aber das kann ich euch jetzt während der Fahrt nicht zeigen. Ich bin also jetzt auf dem Weg zum Centro Comercial Plaza und fahre jetzt einmal morgen einmal um das Jumbo herum. Vielleicht sollte ich da mal was noch verändern. So, man noch ein bisschen den Himmel sieht, ne? Genau. So, hier links ist das Casino in Playa de Ingles. Das war früher mal das Hardrock Café, deswegen hängt da immer noch ein Cadillac. So, im Vergleich zu meinem Kollegen Harry Hurtig, der mit dem Elektroroller, einem richtigen Elektroroller unterwegs ist, bin ich nicht ganz so schnell, wenn es bergauf geht. Ja, ich bringe ja auch ein paar Kilo mit auf die Waage. Wir fahren hier jetzt mal rechts. Und sind eigentlich quasi jetzt schon da. Wir fahren jetzt am Centro Comercial Caspar vorbei. Also es kommt jetzt da hinten. Erstmal hier das Hotel Coca. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde ja heute Mittag meine Live-Sendung machen. Ebenfalls auch mit Klaus Wehstedt von Hallo Gran Canaria. Er sagt, er hat viel zu berichten. Wir haben die ganze letzte Woche, konnten wir ja nicht eine Sendung machen, weil Klaus beides Mal am Dienstag wie auch am Donnerstag verhindert war. Und naja, wir werden einiges nachzuholen haben. Das wird heute Mittag passieren. Und ja, jetzt sind wir am Hotel Coca vorbei. Shopping Center Casbah. Im Hintergrund seht ihr das Hotel Maritim Playa und dazwischen geht eine Gasse ab, eine Straße. Eigentlich, wenn man so will, ein Wendehammer oder der größte Taxistand hier in der Umgebung. So. Und dann ist da auch schon das Shopping Center Plaza. Exakt gegenüber von der Kirche hier in Playa del Ingles, die ja so ökonomisch ist, wo Katholiken, Evangelen alle ihre Zeremonien abhalten. So. Und dann will ich mal los, Freunde. Wir schauen uns das mal ein bisschen von hier oben an, soweit wie wir dürfen. So, das ist, wie gesagt, der ökumenische Gottessaal oder die ökumenische Kirche. Und ich bin schon hier am Vorplatz vom Plaza. Und ihr seht, hier ist exakt nichts passiert. Man sieht auch schon an den Planen, dass das alles schon alles ein bisschen älter ist. Ja, das Plaza,
sollte ja wieder geöffnet werden. Dann gab es dann doch wieder ein Nein. Und ihr seht, da sind also auch Damen und Herren, die eben halt etwas machen wollen. Aber es ist definitiv noch geschlossen. Ich stehe ja auch hier vor einer Balustrade bzw. einem Flatterband und einer Kette. Das sieht auch so aus, als wenn es langwieriger sein wird. Ja, schade, war früher mal eine richtige Partymeile, kann man gar nicht anders sagen. Aber es ist halt auch einiges passiert und die Behörden werden wissen, was da passiert ist, was auch nicht. Wie auch immer, leider ist es geschlossen. Ich hoffe, ich habe dann damit auch diese Frage geklärt. Und ja, dann will ich mal einfach weiter, weil wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja auch mal auf Anexo 1 gehen. Wo ist sie denn? Ihr wisst doch. Die kanarische Sonne. Oh, da ist eine Stufe. Eieieiei. Ups, hüpf, hüpf. Die hätte ich ja beinahe übersehen. Das wäre ja gewesen. Hier links ist das Suite Hotel Playa de Lindes. Noch eine Stufe. Also nicht sehr rollertauglich. Apropos Roller. Gefühlt, vor anderthalb Jahren waren hier überall, von einer auf der anderen Nacht, ja, gefühlte 1000 Roller, die überall rumstanden, die man mieten konnte. Die Dinger hatten so ein ganz lindgrün oder, ja, lindgrün nennt man das, glaube ich. Und dann waren sie auf einmal wieder verschwunden. Aber genau, weil irgendwas wohl von den Behörden her oder wie auch immer nicht funktioniert hat oder auch nicht hat sein sollen. Und ja, jetzt sind die auf einmal wieder da. Ihr habt eben gesehen, mir kam auch jemand entgegen mit so einem Roller. Ja, sie sind jetzt überall zu mieten. Wie das funktioniert, schaue ich mir irgendwann mal genauer an. Und wo ich schon mal da bin, schauen wir uns doch mal eine Ecke an. Und das müsste ja eigentlich hier, man erkennt es kaum noch wieder. Ist ja unglaublich. Ich werde euch gleich sagen, wovon ich rede. Ich bleib mal hier stehen. Doch, nee. Alles im grünen Bereich. Typisch Kanarier. Hat sich nichts verändert. Ich erkläre euch gleich, was ich meine. So, erstmal das, wofür wir doch alle immer hier sind, oder? Die Dünen von Maspalomas und der Atlantische Ozean. Ich hoffe, ihr hört es rauschen. Ich höre es rauschen. Der Wind ist so gut wie nicht vorhanden. Das seht ihr jetzt auch an den Palmen. Aber ich bin hier an der Stelle. Ja, den Schandfleck, den also gefühlt vor einem Jahr die Stadt gekauft hat, die ehemalige Rutschbahn, wo man von hier oben für ein kleines Geld runterrutschen war, das war in den 80ern, 70ern eine Attraktion, kann man es heute nicht mehr nennen. Auf alle Fälle sollte sich ja einiges verändern, es hat sich aber nichts verändert. Definitiv, man könnte meinen, es ist noch schlimmer geworden, weil da hinten sehe ich eine verrostete Waschmaschine. Irgendwie war da mal noch ein Häuschen, das ist weggerissen. Aber ich denke mal, das hat eher was mit Vandalismus zu tun als allem anderen. Also, Schandfleck ist immer noch da. Wer weiß, wann sich das mal verändern wird. Wir warten drauf. Und ich denke mal, wenn es hier losgeht, werde auch ich davon Wind bekommen und werde darüber berichten. So, Freunde, hier ist nochmal, na was schon, die kanarische Sonne. So, ihr Lieben, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich euch auch über Hilda Bock ein paar Sätze sagen möchte, aber nur ganz wenige, denn ich werde sie selber ins Interview holen. Der Stefan Hebig hat nachgefragt, was das denn soll, beziehungsweise welche Funktion sie hätte. Das werden wir euch noch verraten im eigenen Gespräch. Auf alle Fälle ist euch aufgefallen, dass ich auf meinem Kanal jetzt auch eine weibliche Stimme habe, eine tatkräftige Unterstützung, und das ist Hilda Bock. Und ja, sie gehört jetzt zu dem Team von Radio Primavera Gran Canaria, und da gehört natürlich auch der YouTube-Kanal zu.
Und sie muss ja irgendeinen Anfang finden und somit haben wir gesagt, okay, die Shorts, die kurzen Videos, da soll sie sich mal austoben. Wie ich finde, macht sie das richtig klasse. Und ja, unterstützt sie einfach und ihr werdet auch die Entwicklung merken, wo die Reise hingeht. Ihr werdet sie auch über kurz oder lang im Radio hören bei Radio Primavera Gran Canaria. Sie wird eine eigene Sendung später kriegen. Das sind alles so die Ziele. Sie will da einfach mal reinschnuppern. Und ich habe ihr versprochen, sie wird bei mir nicht die ersten 3 Monate Kaffee kochen. Heißt natürlich im Klartext, sie muss was anderes tun. Und das ist zum Beispiel ihre allererste Aufgabe. Weil wenn ihr jetzt zählt und ihr seht da 5 Videos, dann sind das ihre 5 allerersten Videos, die sie aktuell gemacht hat. Und dafür macht sie es richtig gut. Gar keine Frage. Ich kenne kaum einen Menschen, der so wenig bis gar keine Füllwörter benutzt. Ich meine, ich bin ja da auch ein Paradebeispiel für. Ich habe es ja quasi erfunden, diese Wörter. Aber sie braucht das irgendwie gar nicht. Und ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Weil ohne geht's auch. Und ich muss das dann auch noch lernen. Das lerne ich dann von Hilda. Und ja, das soll es auch jetzt von Hilda erstmal gewesen sein. Sie wird heute in meiner Sendung mit dabei sein. Sie wird bei der Live-Schaltung mit Klaus Weschitt dabei sein. Und danach werden wir auch noch ein Interview machen und es natürlich auch veröffentlichen. Und dann sollten zum Thema Hilda Bock definitiv alle Fragen geklärt sein. So, ich fahre noch bis zum Centro Comercial Tropical durch mit euch. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich... So, ihr Lieben, hier bin ich am Parque Tropical. Da geht es nochmal zum Atlantischen Ozean. Die Stelle kennt ihr ja auch. Aber hier ist reger Verkehr. Die sagen kommen und gehen. Hier ist übrigens auch einer der Haltestellen von dem direkten Bus, die Linie 66, die einmal in der Stunde von hier zum Flughafen und zwar als Direktfahrt fährt. Also hier hält ja der Bus auch an. Nochmal, ich wiederhole das gerne, 3,50 Euro ist natürlich ein sensationeller Preis, um an den Flughafen zu kommen. Und ja, aber jetzt möchte ich mich auch von diesen Bildern, von euch, mit diesen Bildern natürlich, verabschieden. Und sage nochmal Tschüss, bye bye. Dein ihr, euer Martin Schubert und die kanarische Sonne. Tschüss. So, jetzt auf dem Weg zurück ins Studio 2. Hinter mir ein Bus im Nacken. Ist ein komisches Gefühl, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ja, aber hier ist noch richtig viel los. Heißt im Klartext, hier wird noch aufgefüllt. Und also die Supermärkte aufgefüllt, die Restaurants aufgefüllt. Klar, was tagsüber den Tag davor und abends weggeht, muss ja wieder nach, dann zurück. Hier ist die Bimmelbahn, Freunde. Ich bin noch nie mit dieser Bimmelbahn gefahren. 11 Jahre lang. Irgendwann werde ich da mal drin sitzen, natürlich auch mit euch oder für euch, wie auch immer. Und dann mal so einen Weg beschreiten. Wollen wir mal schauen. Bin noch mal gespannt bei diesen Aufnahmen jetzt, weil ich mir ja doch ein bisschen mit dem Fahrtwind und natürlich dem Wind wie er selber ist. Ich fahre also, wenn man so will, gegen den Wind. Und ob das an Geräuschen funktioniert mit diesem Mikrofon und dem Windschutz obendrauf. Na, kommt jemand? Gabelt mich auf? Nein. So, da bin ich wieder an der Kirche. Und auch hier seht ihr natürlich, das ist der Hintereingang vom Plaza oder Centro Comercial Plaza. Und wir sehen, auch hier ist alles geschlossen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also es waren irgendwelche Genehmigungen da, sind dann aber zurückgezogen worden. Warum? Weil noch irgendetwas gefehlt hat. Und ich meine, es war der Brandschutz. Der Brandschutz, der nicht richtig war, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann auch jetzt was Falsches gerade erzählen. Aber ich meine, es wäre der Brandschutz gewesen, wo das Problem lag. Und somit muss also die Eigentümergemeinschaft einen komplett neuen Antrag stellen.
Und da können wir mal alle gemeinsam von ausgehen, das wird Zeit in Anspruch nehmen. Definitiv. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. Da fahre ich nur 30 und mache auch noch einen Fehler. Tja, aber so ist das manchmal. Und jetzt habe ich euch irgendwie nichts mehr zu erzählen, Freunde. Dann mache ich auch das Ding aus. Tschüss, bye bye.